Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir hier wunderbar die Lichtpfeile bekommen. Boah, die kosten doppelt so viel wie die normalen, aber das ist auch zu erwarten. Und Kaiolan ist natürlich mit an Bord. Das stimmt. Und ja, Zeit habe ich nicht mehr wirklich viele. Wir müssen uns sputen. Ja, ein bisschen. Wir schaffen das. Und ein bisschen aufpassen muss ich natürlich auch wegen den Feen. Aber wenn ich die jetzt nicht alle bekomme... Wir können das ja auch so machen. Der Tempel ist doch bestimmt noch spielbar, auch wenn du den Boss bekämpft natürlich hast. Und dann kannst natürlich du danach ja immer noch reingehen. Ja, das habe ich, hab ich doch vorher gesagt. Ach so, und dann bis zur allerletzten Minute halt suchen. Und wenn du es dann halt immer noch... Also, okay. Das habe ich doch beim letzten... Das habe ich jetzt... Hab ich genau das ist das, was ich gerade auf Screen zu dir gesagt habe. Nee. Doch. Du hast nur gesagt, du versuchst sie zu finden, aber du hast nicht gesagt, dass du das ja, halt so machst, dass du erst den Boss dann machst, zur Sicherheit. Ich habe dann jetzt so gesagt, dass wir dann jetzt den Boss, dass wir jetzt dann eben den Dungeon machen und wenn ich sie jetzt nicht finde, dann finde ich sie halt nicht. Egal. Ja, eben. Und ich habe gesagt, ist doch egal. Du hast gemeint, dass ich die dann gar nicht mehr mache, oder was? Ja, genau. Das klang halt irgendwie so. Nee, passt schon. Ich mach das schon. Hey, muss ich nicht in dein Auge schießen? Lass ich dich mal angreifen. Ah! So gehst du also. Tot? Ja, tot. Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Da oben ist die Kiste. Habe jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren gehabt. Oh, schön, eine Fee. Immerhin schon Nummer 7. Fast die Hälfte. Das ist doch schon mal ganz gut. Ah, jetzt bin ich hier. So. Und dich auch weg. Okay. So, Lichtpfeil. Aha. Gut zu wissen, das geht also. Das war es, was ich wissen wollte, ob das geht. Ach so, ja. Weil er hat ja gesagt, ich muss ja hier auf dieses Zeichen schießen, hat er eigentlich gesagt. Aber, ich wollte jetzt wissen, ob das geht, wenn ich auf die Sonne schieße, ob das mir was bringt. Mhm. Ja, und das weiß ich ja jetzt, ob das mir was bringt. Ja. So, jetzt ist die Frage, auf welches rote Zeichen muss ich schießen? Ach, vielleicht auf das Auge. Oder auf die Stirn von dem Viech. Nein. Oder das hier? Nein. Wo muss ich ihn hinschießen? Hä? Er hat doch gesagt, rotes Muster. Und das ist doch das hier. Guck da die Stirn von dem. Hä? Warum? Spiel! Warum? Muss ich auf das da? Nee. Warum? Jetzt sei doch nicht so. Spiel, sei doch jetzt nicht so ein Arschloch. Bist du zwar sonst auch immer, aber... Hä? Ja, aber... Hä? Hä? Ja, was muss ich denn dann schießen? Habe ich auf das Teil schon geschossen? Ich glaube schon, oder? Hä? Ja, aber... Hä? Oh, guck mal. Da ist ja was. Ja, aber... Hä? Irgendwie... Hä? Oder muss ich vor dem Tempel gehen, oder was? Muss ich aus dem Tempel rausgehen?
Und dann von außen... Das würde sogar Sinn ergeben. Jetzt, wo ich mir das so recht überlege, das würde sogar Sinn ergeben. Von außen auf den Tempel schießen. Weil sonst dreht sich ja der Tempel mit mir. Oh. Hä? Oh, Entschuldigung. Caillou, du weißt, wie gereizt ich von diesem Spiel gerade bin. Das ist echt richtig mies. Es ist einfach nur... Muss ich in das Auge reinschießen? Hä? Hä? Aber, hä? Hä? Du bleib mal schön weit weg. Genau, erstmal Lichtpfeilen schicken. Hä? Kai, wo muss ich hinschießen? Nicht runterspringen. Kai, wo muss ich hinschießen? Okay, mach mal Pause. Wegen Zeit und so. Willst du jetzt also wirklich von mir wissen, was du... Nein, es ist langweilig, wenn ich dir das erzähle. Zeitdruck, ja. Sagen wir es mal so, es ist hier draußen, aber du siehst es gerade nicht. Und das, deswegen also okay, weiß ich schon Bescheid. Ja, ich weiß schon Bescheid, ich weiß schon Bescheid. Genau, du weißt alles, du bist der Überking, ich weiß. Aber als du gerade rausgekommen bist, dachte ich auch so, oh mein Gott, ist das mies. Aber ganz ehrlich, wenn du vorhin aufmerksam gewesen wärst, hättest du sofort gesehen, was das, also was gemeint ist. Aber da du ja blind durch die Gegend latscht, ist dir das natürlich nicht aufgefallen. Und man hat das offensichtlich gesehen. Hä? Als ich den Dungeon betreten habe, oder was? Ja klar. Aber ich habe mich auch gewundert, dass du nichts gesagt hast, aber du hast es einfach nicht gesehen. Sehe ich ja gleich. Ich sehe gleich das, was ich nicht gesehen habe. Ja. Egal, ist... Ja. Und das sieht man eigentlich und das hat man auch im Vorbeispringen gesehen, aber du achtest ja leider auf sowas nicht wirklich. Nein, das habe ich aber wirklich nicht gesehen, diesen Schalter da. Ja, natürlich. Den hast du gemeint. Ja. Den habe ich aber echt, den habe ich nicht gesehen. Ja, aber den hat man gesehen. Quasi. Der war quasi... Ach komm, der war doch vorher nicht da. Doch. Der war doch vorher nicht da. Du bist da eiskalt drüber gesprungen. Der war da vorher nicht. Nichts gesagt und ich saß da und dachte... Der war... Ja, danke, dass du mir das dann gesagt hast, Kaiu. Wir haben abgemacht, dass ich dir nichts sage. Da war ich noch nicht im Dungeon. Das gehört aber zum Dungeon, du Da Spinner. War ich noch nicht im Dungeon. Was soll ich denn sagen? Oh, guck mal, das ist ja ein Schalter, ho! Ja. Nein. Darauf musst du selber kommen. Das war noch nicht im Dungeon. Ich hab's dir ja gerade verraten, also ja, weil wir Zeitdruck haben. Ja, das stimmt, das haben wir tatsächlich. Deswegen. Sonst hätte ich ja selber auch gesucht, aber, bisschen aber Zeitdruck und so. Wenn man natürlich blindlings durch die Gegend latscht, ist ja, das natürlich ja, echt hab fies, dich auch lieb, dass da vorne so ein Schalter ist, den man natürlich dann... Ja, ist okay, Caillou. Ich hab dich auch lieb. Ich weiß. Deswegen weißt du auch, dass du dir sowas erlauben darfst. Du hast nur noch 2 Pfeile übrigens. Ich fall da jetzt nicht runter! Ja, und ob ich tatsächlich jetzt runterfalle und sterbe, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich weiß, der Part geht jetzt gerade mal 10 Minuten oder weiß Gott irgendwie sowas. Aber, tja, mein PC hat sich halt gedacht, nö, du, ich mag jetzt nicht mehr. Man muss dazu sagen, die Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt, also auch die letzten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 187.000 Parts, habe ich vor ein paar Monaten schon aufgenommen gehabt. Ja gut, paar Monate ist jetzt übertrieben, aber ungefähr, ja... Ich sage jetzt mal, 2 Monate kann es her sein. Auf jeden Fall, das war zu dieser Zeit, wo mein PC im Arsch war. Und zwar genau zu diesem Zeitpunkt ist mir da mein PC abgekackt. Und deswegen gab es dann auch immer wieder Probleme mit der Aufnahme. Bla, bla, bla.
Auf jeden Fall, hier endet jetzt der Part. Im nächsten Part werde ich den kompletten Dungeon nochmal neu machen. Wie ich das genau machen werde, das erfahrt ihr alles im nächsten Part. Also, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.